Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu XCOM Chimera Squad. Wir haben eine Mission und ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen und mich auch nicht. Deswegen schicken wir unseren NTW einfach mal direkt los. Haben wir noch irgendwas, was wir irgendwie mitgeben wollen? Patchwork könnten wir vielleicht noch etwas mitgeben. Zum Beispiel haben wir ja einen Automatiklader in der letzten Folge gekauft. Und wir haben Betäubungsgeschosse gekauft, die brauchst du aber nicht. Betäubungsgeschosse könnten wir Claymore tatsächlich mitgeben. Zack dich, dann hättest du nämlich da auch noch ein bisschen was ausgerüstet. Und sonst haben wir eigentlich alle Sachen abgegeben. Ich glaube, obwohl... Nee, warte mal. Wir haben ja noch einen Extraschutz. Du hast gerade das Machgewebe. Ich glaube, ich gebe dir aber lieber Extraschuss. Ich gebe dir das Machgewebe. Was hast du? Du hast das Infiltratorgewebe. Will ich irgendwem noch den Extraschutz geben, ist die Frage. Ich glaube tatsächlich gerade eigentlich nicht. Plus ein TP zu haben an sich, finde ich eigentlich deutlich besser. Komm, geben wir ihr plus den 1 TP. Wir können ihr natürlich noch Vorschussgegenstände kaufen oder sonstiges. Aber erstmal schicken unsere Leute in den Kampf. Let's go. Jawohl, wrumm, wrumm. Schwarzer Bildschirm ist schwarz und das ist schön. Informanten haben Nachkommeneinheiten an diesem Ort gesichtet. Finden Sie heraus, was da drin vor sich geht. Ganz bestimmt nichts Gutes. Okay, ja, dafür sind wir hier. Wir sind ja nicht da, weil da irgendwie eine nette Party abgeht oder sowas. Sondern wir sind hier, um die Party zu sprengen. Reflexverstärker, boah, plus 15 Verteidigung. Der Schuss der letzten Einheit trifft garantiert. Und Feinde verursachen während des Vorschusses plus 1 Schaden. Das heißt, ich schicke meine eine wahrscheinlich nicht da vorne rein. Wir haben 2 Punkte, da kann ich die aufteilen. Finde ich ganz nice. Du nimmst mal die Verteidigung. Du nimmst mal das hier und das hier. Okay, let's go. Los, los! Los, los! Stimmt die Olga. Let's go. Oh, moin. Du stehst ja direkt vor mir. Lanzenträgerschuss. Brauchen wir eigentlich nicht so wirklich. Können auch normal schießen. Ich muss dringend die aggressiven Feinde ausschalten. Und ich glaube, da fangen wir hier vorne einfach mal an. Sehr schön. Leider nicht getötet. Du darfst aber nochmal schießen, was ich sehr, sehr befürworte. Also, bitte. Ach nee, das war gar nicht er. Es sah nur so aus. Ich habe mich schon gewundert. Okay, und dann du noch. Ja, 3 Schaden. Und bitte ausschalten. Danke sehr. Dann dürfen wir auch alle aggressiven Feinde ausgeschaltet haben, oder? Ich glaube schon. Ach nee, nee, wir haben. Einer hat tatsächlich noch auf mich selber geschossen. Schade, er da vorne war noch aggressiv. Okay, stoppe den Geiselnehmer. Genau das machen wir. Können wir hier irgendwie was Krasses machen? Schade, da können wir leider nicht beide treffen. Wir können mit diesem Dings hier nicht viel machen. Du siehst den Boy da vorne und könntest ihn auch einfach zweimal anschießen. Vielleicht mach es das noch einfach. Komm. Zack, Nummer 1, daneben, desorientiert. Ja, versuch's einfach direkt nochmal. Jetzt hat er ja keine Deckung mehr. Oh, jetzt könnte auch einen heftigen Schuss machen. Wir versuchen einfach mal einen heftigen Schuss. 76, komm. Jawohl, geil. Rublat, du geile Sau. Nice, so er ist dran. Er weiß es noch nicht. Vielleicht kommt er gleich noch drauf. Okay, die können sich teleportieren. Das wusste ich noch nicht. Wurde getroffen. Ich komm klar. Brauchst du Hilfe? Hört auf, meine Einheiten immer anzuschießen, Mann. Was ist denn mit euch? Macht man nicht. Hat euch das keiner beigebracht? Wir klatschen ihn um. 70%ige Trefferchance auf den Kill und direkt Batz. Sehr schön, dann ist er da vorne aber dran. Er wird wahrscheinlich wieder irgendein Seelenfeuer machen oder sowas. Nee, Psisoplex. Psisoplex finde ich gar nicht so schlimm. Das macht erstmal überhaupt gar keinen Schaden. Setzt die Einheit zwar erstmal lahm, aber wenn ich ihn töte, macht das keinen Schaden und alles ist easy. Kettenschock. Ihn könnte ich ausschalten, das ist auch der einzige, den ich sehe. Als nächstes wäre er da vorne dran. Ich glaube nicht, dass er allzu viel machen kann. Das heißt, ich werde, glaube ich, tatsächlich auf ihn einfach mal Kettenschock machen, um ihn auszuschalten. Es geht doch nichts über Präzision. Präzision mit dem Rover. Da ist Skill auf jeden Fall am Start. Solider Treffer. Okay, wir können jetzt jemanden heilen. Ich glaube, ich möchte auch tatsächlich Claymore einmal heilen. So, wunderbar. Ja, bitte. Und dann siehst du noch jemanden. Du siehst ihn tatsächlich. Wie wär's mit dem Kettenschuss auf ihn? Komm, 63. 63. Hitte, bitte, 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 bitte. Nein! Ach, Mann. Manchmal muss man hochgambeln, um tief zu fallen. War ein Versuch wert.
Huch! Hat er. Hat er gerade einfach die Geisel ausgeschaltet? Was ist denn mit dem? Ich dachte, warum hat er den. Was ein elendiger Saftsack. Was ein elendiger Saftsack. Jetzt habe ich mich gerade gefreut, oh, ich kann die beide treffen, aber das da vorne ist mein Bro. Oder meine Brodine eher. Du bist als nächstes dran. Ich glaube, ich schieße einfach zweimal mit Blueblood auf den und hoffe, dass er trifft. Das kann ich besser. Das kannst du besser. Und das machst du jetzt auch einfach mal besser. Komm schon. Danke, bewusstlos. Sehr schön. Einfach 6 Schaden gemacht, Blueblood. Du bist so crazy. Puh. Okay, Claymore ist auch wieder da. Dich können wir erstmal nach da vorne bewegen. Hast du jetzt auch eine Trefferchance? 70%. Ja, warum nicht? Und du triffst auch. Sehr angenehm. Oh, als nächstes bist du dran. Du könntest dann einmal nach hier vorne laufen. Und dann machen wir einfach einen Free Kill, komm. Sicher ist sicher. Mann, jetzt haben wir die Geisel jetzt nicht gerettet. Ach doof. Team eliminiert. Schade drum. Hast du das geschafft? Mit Schwung. Schöner Spagat an der Stelle. So sehe ich auch bei meinem Homeworkout immer aus. Dann hänge ich da aus. Auch und genauso eine Flüssigkeit kommt dann auch immer beim raus. Keine weiteren Details. Das muss ein versteckter Nachkommen sein. Mit dem richtigen Werkzeug ist nichts sicher. Alles klar, wenn du das sagst. So, für einen von minus einem, oh, ich meine, ja, okay. Der Schuss der letzten Einheit, die durch den Zugang geht, trifft garantiert. Und die letzte Einheit, die durch den Zugang geht, erhält plus eine Rüstung. Oh. Okay, ich glaube, ich möchte gerne, das, ja, weiß ich nicht, vielleicht du und du und dann hier kommst du und du. Wollt ihr irgendwelche Vorstoßdinger benutzen? Nö. Gut, dann let's go. Es kann losgehen. Ich hätte gerne Bluebuff halt, dass er die ganzen Buffs kriegt, weil Bluebuff ist einfach mein Herzensboy. Mein Bluebuff, habe ich Bluebuff gesagt? Blueblood. Oder Blueblood den Buff kriegt. Irgendwie so, egal. So, wir müssen die aggressiven Feinde ausschalten. Das heißt, wir nehmen mal den mit der höchsten Trefferchance. Dort vorne, 87 auf den Kill. Jawohl, da fliegt er auch schon mal ganz elegant durch die Luft. Dort vorne und ihn. Komm schon, wir müssen die aggressiven Feinde ausschalten. Oh je, oh je. Rohling. Wir nehmen lieber einen 100%igen Kill da vorne mit. Und ja, du könntest einen Lanzenträgerschuss machen. Macht aber weiß exakt das gleiche. Ja, wir schießen ihn einfach an. Mehr bleibt uns ja nicht übrig. Und wir haben die Rüstung gleichzeitig zerstört. Sehr schön. Werden aber von 3 Leuten angeschossen. Das konnten wir leider nicht verhindern. Wir sind relativ low. Wir sind relativ low. Okay, okay, okay. Es steht irgendwie aneinander. Ich meine, du wärst als nächstes dran. Genauso wie er da vorne, den wir gerade nicht sehen. Wir schalten ihn einfach mal aus. Ziel wird geschockt. So, dann ist nämlich nur noch einer dran. Gott sei Dank haben die aggressiven Leute ihren Damage verteilt und nicht alle auf einen geschossen. Das heißt, wir sind haben ein bisschen Schaden bekommen, aber keiner ist jetzt kritisch low, dass der irgendwie ausgeschaltet werden könnte. Seelenfeuer, oh, das ist ein bisschen nervig, aber können wir verkraften. So, erstmal ein Nano-Kit benutzen auf dir da vorne. Patchwork erstmal ein bisschen wieder abpatchen hier. Wunderbar, dann können wir uns von mir aus auch nochmal heilen. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Als nächstes ist die 2 dran. Wer ist denn die 2? Die 2 sehen wir tatsächlich gar nicht. Die 2 wärst du da vorne. Was hältst du denn von einem Teamwork auf Blueblood? Beziehungsweise einer Kooperation. Und dann darf Blueblood hier einmal. Ja, die beiden wirst du nicht mit der Lanze treffen. Das sehe ich nämlich gar nicht. Nö, nö, triffst du nicht. Aber du darfst ihn einmal anschießen. Ab und weg. Sehr schön. Klasse. Gut, das lief doch. So, als nächstes wäre der Rohling da vorne dran. Ich glaube, wir machen auch nochmal ein Teamwork auf Blueblood. Ich sehe ein Muster hier. Und dann können wir nochmal, können wir eigentlich nochmal jemanden anhinten, komm. Dann macht er vielleicht nächstes Mal weniger Mist. Nevermind. Ja, schon wieder. Irgendwie Terminal, das ist nicht so dein zu schießen. So, wir haben nämlich hier ein bisschen was zum Anschießen. Und zwar das Ding da vorne finde ich sehr, sehr nice zum Anschießen. Das darfst du gerne mal anknuspern. Hey, das war nur eine Rauchgranate? Was soll der Bums denn? Okay, das macht 4 bis 6 Schaden. Geht dich da irgendwie, in der wichtig ist? Nö.
Jetzt wird's heftig. Hoffen wir einfach mal, dass ich damit 5 Schaden mache mindestens. Ach, ein Traum. Ich kann es noch. Du kannst es noch und du wirst es immer können, Blueblood. Du geiler Knusperpeter. Okay, die 2 ist da der letzte, der übrig bleibt. Das heißt, wir bewegen dich einfach mal hier vorne hin. Da dürftest du eine knusprig schöne Trefferchance auf dem Boy haben. Oh, der da hinten ist auch noch da. Ja, komm, das ist gut genug. Das ist nicht gut genug. Das geht auf meine Kappe. Ah, du hast nicht zu früh geschossen, du hast einfach daneben geschossen. Okay, er macht einfach nur irgendeine Psi-Fähigkeit. Beruhigend. Ich würde ganz gerne mal einen Kettenschock auf ihn machen und ihn hoffentlich betäuben. Das wäre sehr, sehr nice. Bitte betäub, bitte betäub, bitte betäub. Jawohl, desorientiert. Ja, ich meine, okay. Ich weiß nicht, ob desorientiert einen Unterschied macht bei den Psi-Fähigkeiten, die der einsetzt. Ne, er schießt einfach nur. Okay, ja gut. Geil. Und schießt daneben natürlich. Sehr angenehm. Okay, wir können einfach schießen oder einen Schutz machen. Ich glaube, wir machen erstmal einen Schutz auf Claymore. Dann kriegen wir dich mal wieder zusammen. Ich glaube, das macht nicht wirklich einen Unterschied, wie viel wir ihn heilen. Ich glaube, je nachdem, ob eine Einheit halt Schäden weiter mitnimmt oder so, diese Fähigkeiten, also diese Debuffs oder sowas erhält, liegt daran, wie niedrig der HP insgesamt der Runde einmal war. Nicht wie viel HP der aus der Runde rausgeht. So, euch beide, ja, dann ballern wir einfach mal drauf. Patz und Schuss. Schön mit Öl. Und der nächste, oh, in Panik. Alles klar. Panik widerstanden, sehr ruhig. Oh, eine bessere Panik gibt's ja wohl nicht. Ach herrje. 3 Wellen. Okay. Blueblood, du gehst bitte erstmal da vorne hin. Vorrücken und aufpassen. Vorrücken und aufpassen, genau. Du darfst dich gerne einmal heilen. Nur um sicher zu gehen. Und dann machst du einmal einen Feuerschutz. Ich weiß gar nicht, wohin genau. Vielleicht auf diese Tür dort vorne. Nur falls die hier reinschielen. Du dürfst auch gerne einen Feuerschutz auf diese Tür dort vorne machen. Was ein Massaker. Okay. Blau wird zu Silber. Blau wird zu Silber? Was? Lebendig wird zu tot, würde ich eher sagen, Kollege. Adieu. Mann, das war so cool und dann verkackst du das Terminal. Ach Mensch. Nix kannst du. Und wenn du was kannst, dann kannst du es doch nicht. Blueblood könnte ihn ausschalten. Sehr schön. 7 Schaden einfach mal gemacht. Und ihn anhitten. Ja, 50%, 50-50. Ja, ich habe mit nichts gerechnet. Okay. Du bist noch einmal dran. Hättest nicht wirklich eine gute Trefferchance für ihn. Aber du hast eine sehr, sehr knackige Granate für ihn. Die du dann auf jeden Fall auch selber anschießen kannst. So, zack, und Granaten kann man auf jeden Fall hundertprozentig treffen und dann wärst du auch weg. Elegant gelöst, das Ganze. So, Panik entfernt, sehr schön. Dann darfst du nämlich auch einmal einen Feuerschutzposten, weiß nicht, vielleicht einmal hier vorne hin machen oder so. Ja, dann nimmst du immer noch da oben ein bisschen was mit. Na, natürlich kommen die jetzt da unten. Natürlich. Die Munition ist fast leer. Ja, du brauchst keine Munition. Du brauchst eigentlich nur dein Healing-Boy-Zeug. Okay, vielleicht brauchst du doch Munition. Was hältst du davon, wenn du Bluebird mal eine Aktion gibst? So, und er dann hier mit seiner Lanze Armer durchschnetzelt und ihn ausschaltet for free. Und zack. Ich kann es noch. Das hat er nicht kommen sehen. Das so. Toll. Das war wirklich toll. Du sagst es. Okay, und dann hielt es sich einfach selber. Viel mehr kannst du ja sowieso nicht machen. Okay, so, jetzt sind noch 3 Leute dran, bevor der dran ist. Das heißt, wir können mit Blueblood einmal hier um die Ecke laufen. Hm, was hältst du denn von dieser Position? Das dürfte ja ein Freekill eigentlich für dich sein, oder? 71 ist nicht so free, wie ich dachte, aber ich hoffe einfach mal. Und ich darf hoffen. Ich darf tatsächlich hoffen. So, nächste Ansturmwelle. Ich habe immer noch Hoffnung, dass da vorne mal ein Feind kommen könnte. Das heißt, wir aimen einfach mal da vorne hin und, ja, keine Ahnung, du kannst von mir aus auch mal ein Stückchen weiter nach vorne gehen, falls hier vorne noch mal welche rauskommen. Aimst jetzt einfach mal auf diese Tür da vorne. Okay. Na, das gibt's doch nicht. Eine endlose Menge. Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass die immer da rauskommen, wo ich keinen Feuerschutz habe. Tja, was soll denn das? Okay, du siehst keinen. Hier vorne siehst du einen. Dann gehen wir da vorne hin. Der hat aber 2 Rüstung. Das heißt, ich habe nicht so Hoffnung.
Ja, es ist halt. Ist halt nichts. Du könntest natürlich. Könntest Patchwork ein bisschen Rüstung geben. Die Rüstung ist auch permanent, ne? Auch wenn ich jemand anderen heal, weil Blueblood hat ja auch jetzt zwei Rüstungen bekommen, obwohl ich ihn nur einmal geheilt habe. Also ich habe ihn, der hat so oder so eine Rüstung, aber ich habe ihn einmal geheilt und jetzt hat der permanent eine Rüstung mehr. Crazy. Okay, nein, du sollst einmal bitte nachladen, du hast ja einen Automatiklader. So. Du hast einfach eine Crit schon von 82. Das ist so crazy. Ja. 71%ige Trefferchance, bam, einer weg. Und Blueblood, komm, gönn dir nochmal einen zweiten. 1, 2, 3, bam, Junge. Geil. Leider die Geisel gestorben. Ist aber nicht so wild. Oh, aufgrund der Einzelhilfe besteht die Chance, dass die Unruhe im Distrikt dieses Einsatzes weiter steigt oder nicht reduziert wird oder sowas. Wir haben 10 Feinde einfach bewusstlos gehauen. Crazy. Crazy. Pack mal rückwärts ein, das brauche ich mir gar nicht anzugucken. Okay. Oh, die Unruhe wurde um 3 gesenkt. Sehr schön. Sehr gut. Die Danke. Nachkommen sind auf der Flucht und haben kaum noch Unterschlüpfe. Oh, yes. Düsteres Ereignis. Oh. Düsteres Ereignis. Die Agenten der Nachkommen haben ihre Psy-Energie in stärkere Rüstung für ihre Diener einfließen lassen. Stärkere Rüstung finde ich unangenehm. Oder die Nachkommen verbreiten ihre Nachricht weiter und rekrutieren mehr Akolyten und sogar Hexenmeister für ihre Sache. Oh. Ich glaube, ich nehme das hier lieber. Da sollen lieber mehr Feinde kommen, anstatt die bessere Rüstung haben. Ich habe nämlich genug Tools, mehr Feinde zu töten, als genug Schaden, um mehr Rüstung zu zerschreddern. Gut, 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 gut. Untätige Einheit, du bist untätig, aber ich kann so oder so nichts mit dir machen. Aus wie ein Gesicht? Keine Ahnung. Ich kann an der Stelle nicht nachgucken. Und warum sagst du es mir dann? Kannst du ihn dir mal ansehen? Nein. Wieso nicht? Weil ich Sanitäterin bin, keine Ärztin. Ich sehe mir das nur an, wenn dir jemand in deinen Ausschlag schießt. Das klingt schmerzhaft. Ist es. Glaube mir. Ach, Cherub, das kann ich, also das lässt sich einrichten. Okay, du wolltest ja sowieso ein Schild irgendwann mal testen, während dir jemand draufschießt. So, ich meine, wie genius ist das denn von dir? Während du dahinter stehst, Kollege. So, wir haben das abgeschlossen. Das heißt, wir haben neue Ausrüstungsgegenstände. Wir brauchen aber immer noch das hier. 125 Illyrium brauchen wir dafür. Verdammt. Ich meine, das können wir auch eigentlich... Ich würde das hier ungern machen, weil ich würde gerne die Meisterwerksrüstung erst haben. Das heißt, ich spare mir hier das hier alles noch, um auf die Meisterwerksrüstung zu sparen. Und wir nehmen einfach mal die Heilige Spirale Ausrüstung. Sag dich. Du bist noch untätig, kann aber mit dir nichts machen. Obwohl, kann ich einen Spezialeinsatz eigentlich machen? Oh, ich kann gleichzeitige Spezialeinsätze machen. Ja, hätte mir das mal jemand gesagt. Ich kann das gleichzeitig machen. Ach, ich kann es nicht gleichzeitig machen. Das wird dann nämlich abgebrochen. Okay, okay, okay. Gut, 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 gut zu wissen. Okay, dann musst du leider weiter untätig bleiben. Das tut mir leid. Was gibt's denn so hier? Bis wir ein globales Finanzwesen haben, benötigt City 31 harte Währung. Die Nachkommen zum Glück auch. Wir glauben, dass sie fast pleite sind. Finden sie heraus, wie sie an Geld kommen wollen. Woher glaubt ihr, dass die fast pleite sind? Also, ich meine, ich finde ja ganz schön, dass du ein bisschen versuchst, Story aufzubauen und so, aber so ein bisschen die Story dann auch mit Inhalt zu füttern, wäre schon ganz, ganz, ganz nett. So, Wir haben hier 2 Einsätze, einmal dort und einmal dort. Beides ist relativ kritisch. Senkt die Anarchie in der Stadt? Wir haben keine Anarchie, wir sind sehr, sehr gut dabei. Wir haben 140 Intel, das würde ich auch gerne sparen, falls der Plünderermarkt sich wieder öffnet für eventuell bessere Waffen oder Ausrüstungsgegenstände. Hier kriegen wir 50 Intel, hier kriegen wir 30 Intel. Also die eigentlich, also da hier die Unruhe bei beiden Dingern gleich ist, würde ich sagen, wir nehmen einfach das hier vorne mit. Düsteres Ereignis, okay, ja, ich meine, wir müssen es hier annehmen. Sklaven-Intel, Sklaven der Nachkommen verfügen über erhöhte TP, ja, super, danke. Ja, das machen wir aber, denke ich, erst in der nächsten Folge, denn das soll es für diese Folge gewesen sein. Manche sind etwas länger, manche etwas kürzer. Ich versuche mich bei 20 Minuten zu halten und da wir jetzt bei 19 Minuten und ein paar zerquetschte sind, soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Besten Dank fürs Zugucken, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.